Die Wolle ist verzwirnt und muss ins Entspannungsbad. Und da halte ich das immer so, ich koche meine Wolle. Die Intention, die ich damit verfolge, ist, dass eben alle Viecher entfernt werden. Und auch das letzte Fett möchte ich manchmal ganz gerne noch raus haben, weil ich sie färben möchte. Dazu muss das raus. In dem Fall ist es nicht. Die Wolle ist ja schon gefärbt. Und da werde ich immer gefragt, Wolle kochen, geht das denn überhaupt? Verfilzt das nicht? Wie verhält sich das? Ja, Wolle verfilzt, wenn sie im heißen Wasser bewegt wird. Wenn Seife drin ist, dann verfilzt Wolle. Aber genau das mache ich nämlich nicht. Und wie ich es genau mache, zeige ich euch dann jetzt. Kochtopf steht bereit, Wolle auch und los geht's. So, nehme ich mir. Dann schauen wir mal, wie viel hier reinpasst. Wahrscheinlich so zwei. Mit Glück kriege ich auch alle vier rein. Mal gucken. Ja, das geht. So, jetzt kaltes Wasser rein. Ist klar, kein heißes. Soll ja nicht verfilzen. Gar nicht gedacht, dass es alles reinpasst, aber umso besser. Speicherstreben. So, die Wolle drücke ich mal schön unter. So. Ja. So, dass die Wolle bedeckt ist. Ach, jetzt frieren mir schon bald die Hände ab, so kalt ist das. Das reicht. Ups. Naja, wie man so einen Topf aufsetzt, ist ja wohl klar. Deckel drauf, volle Pulle und dann melde ich mich wieder, wenn es kocht. Eine halbe Stunde später kocht die ganze Schose und ich kann sie vom Herd nehmen. Ich mache jetzt mal aus. Oh, schnapp mir mein Ding. So. Wichtig ist, dass es nicht groß hin und her schlackert. Das hatte ich ja schon gesagt. Jetzt mache ich das immer so. Ich kipp das mit einem Schwung hier aus. Und lasse es auskühlen. Man sieht noch, wie es dampft. Wenn es nur noch so lauwarm ist, dann hänge ich das auf. Ich gucke immer, dass ich es ein bisschen aufs Unkraut schmeiße. Hier zwischen den Fugen wächst es. Da brauche ich das nicht wegmachen. Ja, letzter Teil. Die Wolle, die ist jetzt abgekühlt. Das heißt, ich kann die aufhängen. Sobald die lauwarm ist, kann man die eigentlich hochnehmen. Wer keine Terrasse hat, der kann das Ganze natürlich auch in Wanne oder Duschtasse abkippen. So, und jetzt hänge ich das hier über den Stuhl erstmal. Zum Abtropfen. Und so sieht es jetzt aus. Also, so sieht es aus.